Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge 113 von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal hier diese Ölstation hier. Unser, ja, wie sagt man, ne? Unser Rig ist es, unser Ölbohrplattform sozusagen bearbeitet. Da müssen wir jetzt gucken, wo wir das Öl da wegkriegen und dann zu einer Raffinerie bringen. Okay, dann würde ich sagen, da oben gibt es schon eine neue Meldung, aber die machen wir jetzt gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann müssen wir da wieder abholen. Dann machen wir hier mal den Haken aber diesmal rein, weil wir wissen das ja jetzt mittlerweile. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das da immer oben schön beobachten, ne? Ich habe jetzt da drauf geklickt. Und ja, da müssen wir hin. Gibt es wieder Eisen und Titan. Rohöl haben wir erhalten, ist auch klar. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ein Schiff haben, welches uns hier das Öl hin und her bringen, ne? Da sollten wir vielleicht mal schauen, dass wir... Achso, da können wir hier das machen. Traveler nicht, Reiter, meiner, Lady, Craft. Discover wäre interessant wahrscheinlich, ne? Ja. Und wenn wir hier drauf gehen, dann gibt es da hier solche Sachen wie... raffinieren. Ja, nee, das brauchen wir da so. Besorgen, verkaufen, handeln... Versorgen von Fabriken. Das könnte es dann sein, ne? Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich hier? Ja, wir müssen unbedingt hier vielleicht eine Raffinerie selber bauen. Das wär's, ne? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drum gemacht. Habe ich in irgendeiner Folge bestimmt schon mal drüber gesprochen. Aber gemacht haben wir da nichts. Jetzt ist die Frage, wo waren wir schon, wo waren wir nix? Die Spritquelle haben wir. Ich glaube, Discover... Karte verschieben, so. Discover ist Craft. Okay, wir sehen ja so ein paar Sachen, die jetzt hier angezeigt werden, ne? Craft ist da oben, macht schon was. Lady ist da, baut ab, ist auch okay. Das ist der Miner 1, der baut auch ab. Miner 3 baut da auch ab. So, er hier. Reiter 1, weiß ich nicht, ob der abbaut. Da steht nichts da unten. Okay, das ist auch noch ein altes Feld da unten links wahrscheinlich. Befehle verketten, ne? Das ist hier unsere Spritquelle und das ist der Traveler. Traveler machen wir als letztes, weil da steigen wir, glaube ich, wieder ein. Das heißt, ich glaube, wir müssen hier mal reinspringen, ne? Ich glaube, der macht nichts, oder? Schauen wir mal, oder? Wir haben das so eingelegt, dass wir es nicht erkennen. Nee, der macht nichts. Okay, das bedeutet, wie groß ist seine Ausbaustufe erstmal hier? Ist das wieder zu holen? Jetzt sind wir hier. Ja, der kann hier ordentlich schießen, ne? Doppelflakgeschützturm, da dann nichts und da ist ein Boltergeschützturm. Erzeugte Energie, benötigte Energie, das ist ein bisschen schwach, aber das passt alles noch. Was ist denn so? Volumen haben wir da, aber Frachtraum ist da, 267,3. Vielleicht sollten wir mal einfach unser Zeug, was wir haben, also unser Öl, vielleicht mit dem Ding hier verkaufen fahren, oder? Ja, sollen wir das mal checken? Spritquelle ist da. Das würde bedeuten, wir fliegen mal da so hin. Wie kommen wir über den Strahl, ne? Gute Frage. Ist er jetzt da hingesprungen? Wahrscheinlich nicht Reiter 1. Wer ist denn da jetzt hingesprungen, bitteschön? Doch, er ist das hier, oder? Ah ne, wir müssen noch selber springen, alles klar. So ein bisschen lenken muss man dabei. Und jetzt den Laderaum, den Hyperraum aufladen, okay. Da sind wir weggesprungen. Und jetzt sind wir wieder raus. So, nächster Weg wäre dahin. Ah.
Vielleicht hätten wir auch dahin besser fliegen. Ach, wir können das ja noch ändern, ne? Mach das nochmal dahin. Springen wir zu dem Blips und gucken, was dahinter sich versteckt, oder? Sprungroute wird noch berechnet. Jetzt ist er berechnet, jetzt können wir aufladen. Weg sind wir. So, was gibt es in dem Feld, wo wir jetzt hin sind? Na, komm schon. Lass es uns im nächsten Sektor weiter versuchen. Die besten Preise im Sektor unser Factory Outlet Store. Okay. Ja, jetzt können wir da rüber springen. Wahrscheinlich nach da. Ja. Lass mal gerade reingucken. Gibt es hier einen Kapitän? Wohl nicht, ne? Doch, hier oben ist er ja. Die sind ja jetzt neu hier oben. Also es gibt einen Kapitän. Also. Spezialisiert sich auf Level 5. Ach, spezialisiert sich ab Level 5 und ist in Level 1. Okay. Das würde bedeuten, wir steigen da mal aus. Gehen dann in die Karte. Und schicken dann. Reiter 1 ist es ja. Nee. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir da auch. Ist wohl der, ne? Unsere Drohne fliegt bis dahin dann, ne? Der Sektor ist außer Reichweite für dieses Schiff. Wäre schön, wenn du einfach nicht in den Sektor wärst, sondern wenn du ganz einfach ne, die Tore benutzen würdest. Das geht jetzt irgendwie nicht, oder was? Das ist schade. Dann fliegst du mal so hin und her und dann gucken wir mal, was da los ist, ne? So, hier sind wir in der Mini-Drohne. Ja, der ist jetzt unterwegs nach da. Discover ist da unten. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wann er da mal ankommt dann, ne? Er hat noch einen Sprung vor sich. Dann weiß ich aber nicht, wie die Routen hier sind. Auch jetzt hier leider nicht zu sehen, oder? Jetzt müsste doch diese Linie hier erkannt werden, oder? Aha, da geht es tatsächlich rüber. Das ist schon mal schön. Das bedeutet, wir gehen da mal wieder rein. Warte mal, dann müsste es doch jetzt mal funktionieren. Ja, jetzt funktioniert es tatsächlich. Jetzt weiß er, wie er da rüberkommt. Hat er wohl entdeckt, dass es da ein Tor gibt, was rübergeht, ne? So, jetzt fliegt er da aber hin. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Wir müssen zu Oilrig, zur Spritquelle. Das ist noch ein ganz schönes Stück und da gibt es auch wieder so einen tollen Dingens darüber. Ich glaube, wir müssen dann hier lang. Ja, und der braucht ewig, bis er da ist, ne? Aber jetzt können wir gleich das besser kommandieren. Diesen Schritt mussten wir leider noch so machen. Weiß jetzt nicht, ob es hier noch irgendwo eine Verbindung gibt, zum Beispiel, ne? Zurzeit sieht es nicht so aus. Ja, wenn Reiter 1 jetzt dann mal rüberfliegen würde, können wir eine Befehlskette dann aufmachen, die uns dann da weiterbringt.
Komm, spring mal durch das Tor. Ah, jetzt hat's geklappt. So, 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 so. Und dann dahin. Gut, dann haben wir das als Aufgabe gegeben. Und wir sitzen jetzt irgendwo in der Drohne und müssten jetzt mal gucken, dass wir woanders hinkommen. Und zwar würde ich jetzt in den Traveler gehen wollen, weil der hat, glaube ich, nichts zu tun. Und das war unser Schiff, was wir jetzt zuletzt hatten, oder? So, und da war ja dann der Einbau fällig für unseren netten Piraten, oder? Schiff vom Botan Schmuggler ist hier. Und unser Schiff. Und wir mussten gucken, wo der Typ jetzt ist, ne? Das war hier oben. Schiff von DKI. Das war auch noch da. Wow. Müssen wir auch noch machen. Aber Botan müssten wir auch machen. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Das ist alles erstmal gut. Hier können wir ordentlich was reinbauen, was wir noch überhaupt nicht haben, ne? Leute sind schon passend. Subsystem, oh, guck mal, hier gehen noch zwei Systeme rein. Ja. Da müssen wir das reinbauen, ne? Und das auch noch. Ist das das? Nee, warte mal, wir brauchen noch einen Überraumüberlader. Ist das das Teil, was der gebaut hat? Ja, das ist das. Das müssen wir auf jeden Fall reinziehen. Gut. Und hier mal. Kann ich das fest installieren? Ja, machen wir mal besser. Agentär bei Pestenschutz nicht aktiv. Öffne Geschütztürme 10 plus, automatische Geschütztürme Slots plus 6. Einziger, der kann nur einmal installiert werden. Thema legendär. Das ist das gleiche in grün wie das andere, ne? Und wir haben hier schon so ein Ding drin. Und da auch nochmal. Rein theoretisch müsste der ja dann dahin, oder? Dieses System hat drei große vertikale Kratzer auf der Oberfläche, okay? Dieses System hat vier große vertikale Kratzer auf der Oberfläche, auch sehr schön, ne? Dafür müssten wir die rausnehmen. Dafür muss man aber an anderen Dingen sein, ne? Also einen müsste ich davon ausbauen für, damit wir zwei der anderen reinbauen können eigentlich. Allerdings hätte ich jetzt gesagt, warte mal, was sind das denn hier für ein gelbes Zeichen dran an diesem? Neue Staffel, nicht genug RAM Kontrollsysteme. Okay, alles klar. Wir müssten jetzt den Kameraden erstmal suchen, ne? Aber wo versteckt er sich? Das ist die Frage. Schiffe von den Hunden. Ist der da? Wir müssten erstmal irgendwo ein paar Piraten. Ja, müssen wir gar nicht. Ich denke mal, wir machen hier den da. Da fliegen wir erstmal hin und gucken, ob das die richtigen Piraten sind. Und wenn da Botan bei ist, dann haben wir den da auf der Karte und dann machen wir das. Wenn nicht, dann müssen wir halt woanders nochmal suchen. Aber das wäre ja auch mal ein guter Test, ob unsere Waffen dafür reichen. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir das Ganze in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.